Aber die sind schon jetzt in der richtigen Rhythmus gekommen und von dem her erwartet uns maximale Arbeit und maximale Fokussierung am morgigen Abend, um da bestehen zu können. Aber wir haben jetzt in viele Spiele auch gezeigt, dass wir auch Verbissenheit haben und der Wille, absolut an unsere Grenze zu gehen. Und das werden wir morgen wieder tun. Und hoffe einfach, dass wir richtig gut Spiel machen können gegen Leipzig. Müssen halt richtig gut verteidigen. Und auch Frustrationstoleranz ist auch ein Thema. Wenn sie halt einmal den Ball laufen lassen und du kommst nicht ganz hin, dass du halt unermüdlich versuchst, die Räume zuzuschieben und dann in Zweikampfsituationen zu kommen, indem du es dorthin leitest. Und dann halt auch in den Zweikämpfen bestehen, weil da sind sie natürlich auch gut. Aber mir ja auch, wir waren ja auch in vielen Sachen bis jetzt gut und die Jungs haben es ja super gemacht, von dem her. Fahren wir mit Spannung, mit einer gewissen Anspannung auch, aber auch mit Freude nach Leipzig. Also wenn wir uns jetzt nicht freuen in der jetzigen Situation, dann ist uns nicht zu helfen.